Ja, ich bin der Johannes, also Hansel Regensburger. Wir sind da im Ötztaler Schafwollzentrum und da wird eben die heimische Wolle verarbeitet. Und wir wollen jetzt einen Film anschauen aus dem vorigen Jahrhundert. Und da ist vielleicht gerade das. Ich bin am Fuß vom Stulbenfall. Da war ein kleines E-Werk, das eigentlich dort bis 1900, Ende 30, Anfang 40 das ganze Dorf versorgt hat mit Strom. Und da war mein Vater eben der Führer dieses E-Werkes. Und da bin ich aufgewachsen bis zu meinem 6. Lebensjahr. Im Film haben wir jetzt gesehen, den Wasserfall, wie er im Frühjahr ist, wo das am wenigsten Wasser ist, wo der Stulbenfall zum Teil noch unter der Eisdecke verschwunden ist. Im Hintergrund, man kann es jetzt nicht genau sagen, aber vermutlich ist es hinten im Holachtal, also wo es vom Zwieselbachjoch herausgeht, wo auch ein Teil des Stulbenfalles das Wasser bezieht und da abgeleitet durch den Stulbenfall über den Holachbach abgeleitet wird. Jetzt ist eigentlich da, jetzt sieht man vom Stulbenfall heraus ins Tal außer, wo das ist eine Herbststimmung, wo die Sonne schon also am Untergehen ist, wo sie jetzt dunkel wird. Und das sind ganz, ganz einmalige Bilder, die es sonst eigentlich nirgends gibt. Da drinnen hat man eigentlich die Möglichkeit gehabt, weil oben, wo der Stulbenfall herunterkommt, bis zur unten, wo man das Kraftwerk gebaut hat, da war aber ein verhältnismäßig großes Gefälle. Und da ist es ja ganz wichtig, dass ich eine bestimmte Leistung aus dem Wasser rauskriege. Es war ja nicht so, das war keine automatische Schmierung von den Turbinen und von den Schwungrad und den ganzen Reglern und so weiter. Also das hat man immer müssen betreuen. Und deswegen, dass jemand, also der Wärter des E-Werkes, auch drinnen gewohnt hat und mit dem natürlich auch die Familie. Man muss sagen, wir haben uns sehr wohl gefühlt. Es war von Mitte November bis Mitte März hat drinnen beim E-Werk keine Sonne gescheint, also weil einfach durch die Schlucht die Sonne da nicht niedergekommen ist. Wir haben, wenn wir in die Sonne gehen, haben wir müssen ungefähr 2 Kilometer außer in Richtung Umhausen. Da ist die Mutter mit uns herausgewandert und herausgegangen und da haben wir dann eben das bisschen Sonnenschein in der Zeit erlebt. Aber im Haus selber war es eigentlich fein. Wir waren das so gewohnt, das Geräusch, das leichte Summen des Generators, das war für uns eigentlich, wenn der einmal stillgestanden ist, dann hat uns was gefehlt. Es war ja schon so, dass man über die elektrische Leitung ein Telefon installiert hat, dann haben sie angerufen, das Licht ist dunkel. Und dann war ja natürlich höchste Zeit, da wieder den Rechen, den Einlauf sauber zu machen, dass wieder die volle Leistung erreicht worden ist. Also ich persönlich bin der Meinung, dass je nach Gegebenheit ein Kleinkraftwerk oder mehrere Kleinkraftwerke sehr wichtig sein und sehr effizient sind, weil man heute die Möglichkeit hat, das sehr gut zu nutzen. Ich würde nicht sagen, dass große Kraftwerke absolut nicht notwendig sind, aber für die Nutzung in den Tälern sind kleine Kraftwerke sehr sinnvoll. Wir haben in Umhausen ja eines im Laufen, das vom Bleierstal heruntergeht, das jetzt schon etliche Leute, das einfach ganz problemlos läuft, das eine sehr gute Leistung bringt und solche Möglichkeiten sind eben doch viele, wären nutzbar.